Mahlzeit und herzlich willkommen zu dieser Bauchhiaufsendung, in der ich euch gerade heute mal zeigen möchte, was ich jetzt gerade so mache, weil ich hatte eigentlich vor, mich dabei zu filmen, aber ja, wie ich das beim letzten Mal schon gesagt habe, ich bin gerade nackig und auf YouTube darf man ja Nacktheit nicht zeigen. So, aber was ich gemacht habe, war, stellt euch das hier mal bitte, behaltet es im Auge, behaltet es im, ne, so, genau so sah das halt hier oben aus. Überall. So, und das ist jetzt quasi das Vorher-Nachher. Ich habe vorher vergessen, ein Vorher-Bild zu machen. Und hier könnt ihr meinen nackigen Schatten sehen. Ich habe gesagt, man kann das Pimmelchen sehen. Egal, macht nichts. Weiß nicht, ob das auch auf YouTube verboten wird. Ist auch wirklich was ich echt nicht verstehen kann. So diese Proben, also, ja, naja, eigentlich Nacktheit, was völlig natürlich ist. Wir werden alle nackig geboren, ohne Fell, ohne Klamotten. Und dann wird da so ein Spektakel drum gemacht. Egal. Ich genieße das einfach, dass ich das hier machen kann. Und dass ich das hier, sowas hier machen kann. Obwohl ich eigentlich da Videos drüber machen wollte. Aber eben war es mir tatsächlich eben einfach wichtiger. Es war mir mehr wert, dass ich es nackig machen kann, als es auf Video aufzunehmen. Ja, weil ich jetzt aber natürlich euch trotzdem mal nochmal ein Video machen wollte, weil ich weiß, dass da einige sind, die sich immer wieder freuen, wenn ich das tue. Wollte ich das hiermit dann auch mal machen. Ja, einen Rasen hatte ich letzte Woche da schon wieder gemäht. Heute habe ich mit dem kann ich auch noch gerade zeigen. Ich habe zwar eigentlich auch eben den Seitenschneider wieder angehabt, den Seitentrimmer wieder angehabt, aber und da habe ich dann hier solche Sachen da drumherum das weggemacht. Aber hier am Pool, da will ich das einfach nicht machen. Also habe ich hier diesen ganzen Streifen mit der Schere einfach geschnitten. Ich habe mich früher lustig gemacht über Leute, die mit Schere ihren Garten, ihren Rasen schneiden, aber hier ist es tatsächlich deswegen einfacher, weil wenn ich das hier mit dem Kantentrimmer mache, dann habe ich den ganzen Pool voll. Und hier habe ich jetzt sowieso schon das Problem, es sind schon kleine, die sind mir eigentlich zu groß für einen Staubsauger. Oh, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu weit hier, sonst kann man wieder was sehen, was nicht. ja, so, und da habe ich halt das Problem. Da brauche ich auf jeden Fall einfach mal ein anderes Netz für, weil mit diesen Keschern hier, die eigentlich gar keine Kescher sind, das ist ein Witz. Mit denen kriegt man, da verwirbelt man eigentlich nur alles. Ja, aber Pool ist toll, Pool ist schön, Wasser ist im Moment definitiv auch wieder in einem besseren Zustand. Ja, der wird jetzt als nächstes wieder, ist der Pool wieder dran. Vor allen Dingen, glaube ich, gleich als allererstes mal mit reinspringen. Ja, da hinten sind, da ist es District 9, von hier aus gesehen. Mit den Hühnis drin. Waschtag war auch heute. Hier muss man aufpassen, dass man nicht in die Haken läuft. Ja. Da ist auch alles niedergemäht. Ach, und es macht so einen Spaß. Es macht einfach Spaß. Es ist, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt heute schon wieder hier gearbeitet habe. Ich kann es einfach nicht als Arbeit definieren, weil es fühlt sich einfach nicht an wie Arbeit. Ich bin einfach dankbar, dass ich das machen kann und darf und die Gelegenheit hier dazu habe, weil mir das einfach Spaß macht, im Garten zu arbeiten. Es ist schön. Ja. So, wollt ihr mich jetzt auch noch mal sehen? Ich weiß nicht, mal gucken, ob man das. Hallo. Ja, so sehe ich aus. Hat sich nicht viel geändert. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und eine schöne Woche und einen schönen. Ich glaube, der Oktober hat wieder angefangen. Ne? Ist alles so zeitlos hier und so schön. Und das finde ich auch so schön. Oh Gott, ist das. Allein solche Anblicke, ne? Direkt vor der Haustür. Oh. Nehmen wir mal das Kabel.
Ja, so ungefähr kommt das viel besser rüber. Viel authentischer. Oh, ich liebe es einfach. Ach, ist das schön.